Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Powerplays, dem Salzburger Hockey-Magazin hier bei uns auf FS1. Wir schreiben die 47. Kalenderwoche und das sind die Themen für die erste Ausgabe dieser neuen Sendung. Nationale Amateur-Hockey League. Der EC Euler Salzburg musste sich im Heimspiel gegen die Mannschaft des ECT Adler Kitzbühel mit 3:8 geschlagen geben und zweite Eishockey-Landesliga. Die Wild Boys des EHC Salzburg Süd setzten sich in einem spannenden Spiel gegen die Eisfüchse aus Saalfelden knapp mit 5:4 durch. Unser erstes Thema ist das Spiel zwischen dem EC Euler Salzburg und den Adlern aus Kitzbühel, das ja leider Gottes den falschen Sieger hatte. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Beitrag. Anfangsphase der Begegnung zwischen dem EC Euler Salzburg und dem EC Kitzbühel waren zunächst beide Mannschaften auf Augenhöhe. Die Kitzbühler in den blauen Dressen zunächst im Angriff versuchen es, die Eulers gehen jedoch dazwischen. Schöner Pass, Schuss, immer noch die Kitzbühler und abgewehrt von Stefan Quintus. Herrlicher Save bei dieser Begegnung. Dann allerdings eine Möglichkeit für die Kitzbühler. Schuss, passt und Tor. Das ist ein Treffer. Ein Stürmer des EC Kitzbühel war völlig frei und von den Verteidigern sträflich in den Stich gelassen und die logische Konsequenz ist ein Gegentreffer. Unhaltbar für Stefan Quintus im Tor der Oilers. Jetzt aber. Immer noch die Kitzbühler an der Scheibe, abgewehrt von Stefan Quintus. Die Oilers können sich befreien und befördern den Puck in die gegnerische Hälfte. Schöne Aktionen und natürlich, wie man vielleicht im Hintergrund hört, eine gute Stimmung in dieser Begegnung. Jetzt aber die Kitzbühler im eigenen Verteidigungsdrittel, gut geblockt von einem Spieler des EC Euler Salzburg und Artyom Konovalov wurde das erste Mal in dieser Begegnung geprüft. Immer noch die Oilers an der Scheibe, Schuss, abgewehrt, aber wenn da jetzt ein Spieler der Oilers gewesen wäre, hätte es in diesem Augenblick gescheppert. Die Oilers bleiben allerdings im Angriffsdrittel. Schuss und daneben. Immer noch die Oilers. Kitzbühler an der Scheibe. Und das ist Artyom Konovalov, ein alter Bekannter in dieser Begegnung, der auch schon bei den Red Bulls gespielt hat. Die Kitzbühler immer noch an der Scheibe. Schuss und Tor. Wieder mal wurde ein Verteidiger sträflich allein gelassen und das lassen sich natürlich die Kitzbühler nicht entgehen. Zweiter Treffer. Und es sollte so weitergehen. Der dritte Treffer war wiederum ebenso ein Verteidigungsfehler, der eigentlich nicht sein hätte müssen. Zweites Drittel. Zunächst einmal der EC Kitzbühel am Puck, wird noch abgewehrt und Stefan Quintus konnte sich durch eine herrliche Aktion auszeichnen. War für mich natürlich der beste Spieler am Eis, kann man echt so sagen. Und damit einen sicher scheinenden Gegentreffer verhindert. Jetzt aber der EC Euler Salzburg an der Scheibe. Kontermöglichkeit, Schuss und Tor. Endlich haben auch die Oilers eingenetzt. Schöne Aktion, keine Chance für Artyom Konovalov im Tor der Kitzbühler einen Gegentreffer zu verhindern. Gibt es vielleicht jetzt noch einen Ausgleich? Schauen wir es uns an. Zunächst allerdings die Kitzbühler wieder an der Scheibe. Schuss, Querpass, immer noch die Kitzbühler in einem Konter. Sollten abziehen. Schuss und das darf ja wohl nicht wahr sein. Wieder mal ein Verteidigungsfehler der Salzburg. Wir befinden uns im Schlussdrittel. Immer noch die Kitzbühler an der Scheibe. Jetzt können sich die Oilers befreien. Und
abgewehrt. Jetzt allerdings werden die Goles fallen und Tor für den Oilers. Der zweite Treffer, schön herausgespielt. Und wenn man natürlich den Goal wegnimmt, dann kann man auch Tor erzielen. Jetzt aber Schuss. Immer noch die Kitzbühler an der Scheibe. Jetzt verlieren sie an die Oilers. Schuss. Und zwei Spieler werden überhaupt. Jetzt gibt es natürlich gleich einmal eine ordentliche Schlägerei zwischen Artem Konovalov und einem Spieler des EC Oller Salzburg. Ja, hat es denn Artem Konovalov eigentlich notwendig, so eine Aktion zu führen? Naja, jedenfalls gibt es zu Recht eine Matchstrafe für Artem Konovalov, der damit wohl mehrere Spiele gesperrt sein wird. So kommt wenigstens der Ersatzgoalie an der Puck und macht seine Sache ganz gut, sodass der Endstand in dieser Begegnung auch 3:8 entlautet. 3:8, so lautete der unerfreuliche Endstand in dieser Begegnung zwischen dem EC Oiler Salzburg und es stellt sich natürlich die Frage, ob ein Torhüter von der Klasse eines Artem Konovalov, der, wie wir gesehen haben, derzeit beim EC Kitzbühel im Tor steht, es eigentlich notwendig macht, dass er sich zu einem derartigen Provokation hinreißen hat lassen. Und das hat ja damit vollkommen zu Recht eine Matchstrafe und damit einige Spiele Sperre gegeben. Man darf allerdings sich fragen, ob es denn eigentlich notwendig sei. Von der nationalen Amateur Hockey League kommen wir hinunter in die zweite Eishockey Landesliga, denn gleich am Anschluss an dieses Spiel fand in der Salzburger Eisarena das Spiel des EHC Salzburg Süd gegen die Eishöchste Saalfelden statt. Und wie dieses Spiel ausgegangen ist, auch dafür gibt es natürlich einen Bildbericht, den ich euch nicht vorenthalten möchte. In der Anfangsphase des Spieles zwischen dem EC Salzburg Süd und den Eisfüchsen aus Saalfelden befinden sich zunächst einmal die Eisfüchse im Angriff. Hinter dem Tor von Günther Besendorfer waren sie zunächst im Angriffsdrittel. Schuss, aber es war auch hier ein Abtasten auf beiden Seiten. Es steht derzeit torlos 0:0 und ja, beide Goles machten ihre Sache ganz ausgezeichnet. Jetzt aber der EHC Salzburg Süd im Angriff. Gute Aktion, aber es wird abgepfiffen und es gibt Eisen. Weiter Abschlag, das ist Manuel Schösswinter, der Torhüter der Eisfüchse. Jetzt aber Kontermöglichkeit, der Puck ist hinter dem Tor von Manuel Schösswinter. Immer noch die EHC Salzburg Süd an der Scheibe. Schuss, Querpass, Schuss und Tor! 1:0 für die Mannschaft des EHC Salzburg Süd. Keine Chance für den Torhüter Manuel Schösswinter, da irgendetwas zu tun. Und es sollte auf jeden Fall so weitergehen. Wir befinden uns im zweiten Drittel und da gibt es auch ein Spiel zwischen dem EHC Salzburg Süd, wo natürlich jetzt die Eisfüchse an der Scheibe sind. Immer noch die Eisfüchse im eigenen Verteidigungsdrittel versuchen den Puck jetzt aus der Scheibe herauszubringen, verlieren ihn allerdings an die Südler und immer noch der Eisfüchse an der Scheibe. Jetzt aber der EHC Salzburg Süd versucht, es bringt aber nichts ein. Neuer Versuch. Jetzt dieses Mal vor dem Tor von Günther Besendorfer. Rückpass ins eigene Verteidigungsdrittel der Gäste. Schön herausgespielt. Immer noch die Südler dieses Mal. Neuer Versuch, aber der Schuss bringt nicht wirklich etwas ein. Jetzt aber Kontermöglichkeit. Sollte abziehen. Geht allerdings knapp am Tor vorbei und somit ist es nur allzu logisch, dass es keinen weiteren Treffer mehr gibt.
Jetzt aber. Immer noch die Scheibe im Angriffsdrittel der Gastgeber. Schuss. Abgewehrt, bringt allerdings nichts ein. Jetzt aber. Der ERC Salzburg sollte im eigenen Verteidigungsdrittel. Schuss. Jetzt wieder die Eisfüchse in den roten Dresen. Schuss, Pass und da ist ein Treffer der Eisfüße. Keine Chance für Günter Bessendorfer, denn ihm war ja, wie man auf dem Bild gerade gesehen hat, die Sicht verstellt. Und da kann ein Goalie natürlich nichts machen. So, wir befinden uns im Schlussdrittel und auch da gibt es noch ein sehenswertes Duell. Beide Mannschaften liefern sich gutes Eishockey. Wieder der EHC Salzburg Süd mit einer herrlichen Pass in das gegnerische Angriffsdrittel, aber es gibt Icing. Richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Schuss und an dieser Stelle war zunächst einmal nicht ganz sicher. Ich hätte auf den ersten Blick gesagt, dass Manuel Schösswinter den Puck gehabt hat, aber der Schiedsrichter entscheidet völlig zu Recht auf Tor, wie wir hier sehen werden. Schön herausgespielt, es gibt noch eine Besprechung, aber der Schiedsrichter entscheidet auf der Schlussphase. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Schöne Aktion, immer noch die Süd verlieren die Scheibe jetzt an die Gäste. Schuss, immer noch die Mannschaft der Hüttler an der Scheibe. Kontermöglichkeit, bringt allerdings nichts ein und das ist natürlich auch schon fast das Ende dieser interessanten Begegnung. Der EHC Salzburg Süd gewinnt diese Begegnung knapp, aber am Ende durchaus verdient mit 5:4 und beweist damit, dass man auch gegen Mannschaften aus dem Pinzgau, der ja immerhin die Eishockey-Hochburg Salzburg ist, gewinnen kann. Gratulation an dieser Stelle an den Weltmeister. So lautete also der Endstand für die Mannschaft des EHC Salzburg Süd gegen die Mannschaft der Eisfüchse Saalfelden, die hat dieses Heimspiel knapp aber doch für sich entschieden haben. Zwei weitere Ergebnisse aus der zweiten Landesliga habe ich auch noch anzubieten, so zum Beispiel jenes zwischen dem EC Hallen und dem EHC Nuracher Bulls. Dieses Spiel endete mit 6:3 für die Gäste und ebenso einen Auswärtssieg gab es beim Spiel des EC Hornet Salzburg gegen den HCS Senators. Endstand in dieser Begegnung auf jeden Fall 5:2 für die Senators. Ja, und für alle, die sich jetzt einige Fernsehbilder von mir als Goalie erwarten, die muss ich an dieser Stelle leider Gottes enttäuschen, denn ich habe kurzfristig erfahren, dass doch ein anderer Goalie statt mir im Einsatz ist und das heißt, wir müssen das leider Gottes auf nächste Woche verschieben. Da bin ich allerdings zumindest in der ersten Halbzeit im Freundschaftsspiel des EHC Salzburg Knights gegen die Mannschaft der White Hawks Neumarkt zu sehen. Na, vielleicht gibt es dort Fernsehbilder und wie gesagt, ich sage es auch noch mit Vorbehalt und ein weiteres Ergebnis habe ich auch noch anzubieten. Am 30.12., das ist noch etwas mehr als ein Monat, werde ich ebenfalls in St. Ulrich am Billersee mit des Salzburg Knights im Tor zu sehen sein. Gegner ist dort das Farmteam des EHC Nuracher Bulls. Einige interessante Ergebnisse habe ich auch noch aus der Winterliga anzubieten. Die Asphaltkröten verloren gegen die Etis mit 2:4. Die Harlequins besiegten den IHC Salzburg Devils mit 6:2. Der IHCF gewann gegen die Etis mit 3:1. Die Devils verloren gegen die Dark Vipers mit 1:2. Die Vipers gewannen gegen die Asphaltkröten mit 8:2. Und ebenso einen Sieg für die Vipers gab es beim Spiel gegen den IHCF. Endstand in dieser Begegnung 7:4 für die Dark Vipers. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Ausgabe des Powerplays angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche allseits noch einen schönen
Woche und eine gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Sportreporter Markus Dorn.